Alkohol ist in Deutschland Volksdroge Nummer 1. Auf einen heftigen Rausch folgt häufig auch ein heftiger Kater. Wie dieser entsteht und wie man ihn vermeidet, erfahrt ihr jetzt. Der Kater ist die Folge einer leichten Alkoholvergiftung. Alkohol, auch Ethanol genannt, führt dazu, dass die Niere verstärkt Urin ausscheidet, wodurch der Körper entwässert und der Mineralstoffhaushalt gestört wird. Infolgedessen entstehen Kopfschmerzen und ein starkes Durstgefühl. Außerdem entstehen beim Abbau des Ethanols Nebenprodukte, wie zum Beispiel Acetaldehyd, die für den Körper giftig sind und ihn zusätzlich schädigen. Die Liste an Symptomen beim Kater ist lang und einigen von euch vermutlich gut bekannt. Dazu gehören starke Kopfschmerzen, ein verstärktes Durstgefühl, ein flaues Gefühl im Magen mit Übelkeit und Erbrechen, Schwitzen, erhöhte Lichtempfindlichkeit, depressive Verstimmung, miese Laune und Ängstlichkeit sowie eine herabgesetzte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Nicht jeder verträgt Alkohol gleich gut. Bei zu starkem Trinken kann es auch zu einer schweren Alkoholvergiftung kommen, die lebensgefährlich sein kann und ab ca. 5 Promille meist tödlich endet. Kommen wir nun dazu, was ihr gegen den Kater tun könnt. Ihr solltet viel trinken, um den Wassermangel auszugleichen. Bei Magenbeschwerden helfen Kräutertees mit Kamille, Fenchel oder Melisse. Außerdem solltet ihr nährstoffreiche, fetthaltige Nahrung zu euch nehmen, sofern ihr nicht unter zu starker Übelkeit leidet. Bei Kopfschmerzen können kühle Kopfwickel helfen, sowie auch auf Rat des Apothekers Kopfschmerzmittel. Allgemein solltet ihr schlafen und euch ausruhen. Außerdem kann es hilfreich sein, sich an der frischen Luft zu bewegen. Es gibt verschiedene Tipps, die man befolgen sollte, um von einem Kater verschont zu bleiben. Der einfachste Weg ist es, Alkohol nur in Maßen und mit ausreichend großen Pausen zu trinken. Zudem ist es hilfreich, während des Alkoholkonsums und vor allem danach größere Mengen Wasser zu trinken, um den Flüssigkeitsmangel auszugleichen. Um einen Kater zu vermeiden, sollte man beim Konsum von hochprozentigen alkoholischen Getränken eher zurückhaltend sein. Billig hergestellte Alkohole sollte man meiden, da sie neben Ethanol besonders giftige Fuselalkohole wie Methanol enthalten. Nach aktuellem Kenntnisstand sollte man auch zuckerhaltige alkoholische Getränke wie zum Beispiel Glühwein nur mit Zurückhaltung konsumieren, da sie den Abbau des Acetaldehyds im Körper hemmen und den Kater somit zusätzlich verstärken. Wie immer ersetzt der Besuch bei YouTube nicht den Besuch beim Arzt. Solltet ihr also unter schwerwiegenden Folgen des Alkoholkonsums leiden, dann lasst euch bei einem Arzt oder Apotheker beraten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über euren Kommentar und eure Bewertung. Vielleicht kennt ihr ja noch weitere Tipps, wie man gegen den Kater ankommt. Gute Besserung und bleibt gesund!